Willkommen in Lisas Küche. Heute stelle ich euch einen Sauerkrautstrudel vor. Ich bereite zuerst die Fülle. Da habe ich Sauerkraut abtropfen lassen, feingeschnittene Zwiebel und kleingeschnittenen Apfel. Das wird miteinander vermischt. Dann habe ich bereits einen Strudelteig selber vorbereitet aus Mehl, 2 Esslöffel Öl, 1 Dezi Wasser und Salz. Den habe ich dann an einem warmen Ort gehen lassen und jetzt versuche ich den auszuziehen. Man kann selbstverständlich auch einen gekauften Strudelteig verwenden. Zuerst wird der hier rechteckig ausgerollt. Und jetzt versuche ich ihn vom Handrücken her schön dünn auseinanderzuziehen. Das geht dann so immer so von der Mitte nach außen. Ich hoffe, er zerreißt mir nicht. Strudelteig wird vor allem in Österreich und in Bayern verwendet für süße und pikante Speisen. Ich habe Butter zergehen lassen, damit wird nun der Strudelteig innen bestrichen. Am unteren Ende bis zur Mitte etwa gebe ich nun die Fülle darauf. Dann kommt etwas Kümmel über das Sauerkraut. Und Creme Fraiche, 100 Gramm Creme Fraiche werden verteilt. Dann wird der Strudel von unten her eingeklappt, die äußeren Ränder nach innen geklappt und dann wird das mit Hilfe des Tuches eingerollt. Der Strudel wird jetzt auf ein Blech mit Backpapier gehoben. Noch einmal mit Butter bestrichen.
und bei 180 Grad circa 50 Minuten gebacken. Die restliche Butter wird dann immer wieder mal bei Gelegenheit darüber gepinselt. In der Zwischenzeit bereite ich eine Peperoni-Sauce, die zum Sauerkrautstrudel gereicht wird. Hier habe ich 2 Minuten lang würfelig geschnittenen roten Peperoni. Weich gedünstet, gesalzen, gepfeffert. Hier habe ich Creme fraiche und da wird das Ganze jetzt untergemischt. Etwas scharfen geriebenen Paprika dazu und noch etwas Salz. Und dann gut vermengen. Nach den 50 Minuten ist der Sauerkrautstrudel nun gebacken. Und wenn man ihn dann ein wenig abkühlen lässt, dann kann man ihn anschneiden und genießen. Ich freue mich nun, wenn ihr meinen Kanal abonniert und empfehle euch noch meine Sauerkrautrösti.